7. März 2010. Berlin. Der Tegeler See ist zugefroren. Die geschlossene Eisdecke animiert einige Leute eines Segelvereins dazu, einen Eissegler auf das Eis zu bringen, um damit über die Fläche zu flitzen. Der scharfe Wind macht es unmöglich, mit der Kamera, die wir dabei hatten, eine vernünftige Tonaufnahme von dem Ereignis hinzubekommen. Die Windgeräusche übertönen alles, daher haben wir eine fröhliche Musik unterlegt und einen Kommentar dazu gesprochen.